Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video haben wir uns am Beispiel von TVAT mal angeschaut, warum fliegt man denn ein Circle to Land, wie fliegt man das und wie kann man sich das Ganze schöner in seinem Flugzeug darstellen lassen. Das gelernte Wissen wollen wir jetzt heute anwenden und uns dabei mal einen zweiten Anflug angucken, und zwar in Korsika in der Stadt Ajaccio. Wir sind heute mit der Air Corsica unterwegs auf einem kleinen Flug von Zürich nach Ajaccio, überfliegen gerade die ligurische Hafenstadt Genua, fliegen auf das Mittelmeer hinaus und sollten in circa einer halben Stunde dann in Ajaccio ankommen. Solltet ihr das erste Video noch nicht gesehen haben, empfehle ich euch nochmal in der Infokarte nachzugucken, da habe ich es verlinkt, und das Video vorausgehend zu schauen, sodass ihr dann hier auch versteht, was wir machen, weil wir da ein paar wichtige Grundlagen gezeigt haben, auf die dieses Video jetzt letztendlich aufbaut. Lasst uns aber nicht weiter Zeit verlieren und ins Cockpit hüpfen, und dann schauen wir uns mal den Anflug in Ajaccio gemeinsam an. Wir sind aktuell also noch im Reiseflug, gerade über das Mittelmeer geflogen und sollten dann demnächst auch vor uns schon die Insel Korsika entdecken. Korsika hat sehr, sehr schöne Anflüge. Calvi ist vielleicht der bekannteste und auch der herausforderndste. Den werden wir uns in Zukunft dann auch nochmal angucken. Aber heute geht es erstmal nach Ajaccio und wir werden so in circa 5 Minuten unsere Reiseflughöhe verlassen. Und gerade bei spannenden Anflügen ist es immer ratsam, sich vorzeitig schon mit dem Anflug zu befassen. Also nicht erst, wenn man im Descent auf 10.000 Fuß ist, mal gucken, oh, was fliege ich denn eigentlich heute für eine Approach, sondern da sich wirklich vorzeitig Gedanken machen, sodass man da gut vorbereitet dann in den Approach gehen kann. Unser Anflug auf Ajaccio wird nachher erstmal über Tortu losgehen und über die Tortu 2 November. Das ist eine ganz klassische Arrival, die wir erstmal so abfliegen werden, und die führt uns dann noch über Bebev hinweg über den Wegpunkt Lasaf nach Idol, und Idol ist dann unser Initial Approach Fix für den Visual Circling für die 2-0. Wir haben hier allerdings noch ein paar Constraints hinterlegt, also Idol sollen wir sein below Flight Level 100 und über 4000 Fuß mit maximal 220 Knoten. Wir werden in dem Fall eher auf 4000 Fuß sein, weil wir von dort aus ja unser Visual Circling beginnen wollen, und wenn wir da erst auf Flight Level 100 ankommen, dann wären wir ein bisschen hoch unterwegs. Von Idol aus werden wir dann unseren Anflug starten, und zwar haben wir jetzt gewählt das Circling Alpha 2-0 with Prescribed Tracks, und auch da haben wir in unserem Chartprogramm, in meinem Fall Navdata Pro, schön die Anflugkarten hinterlegt. Der Anflug geht also los über Idol. Von dort aus müssen wir alles visuell in Sicht behalten. Idol haben wir gesagt auf 4000 Fuß. Dann dürfen wir auf 093 Grad weiterfliegen für 5 Meilen zu dem Punkt Yankee. Dort das Ganze dann auf 4000 Fuß oder mit ATC Clearance auf 3000 Fuß. Wir dürfen in unserem Fall mit Clearance auf 3000 Fuß runter. Dann überfliegen wir diesen Point Yankee. Den haben wir uns als Custom Waypoint hinterlegt. Gucken wir uns gleich noch an. Wenn wir den überflogen haben, geht es linksrum auf Track 038 für 2 Meilen wiederum geradeaus, bis wir dann hier die Bucht vor uns sehen, und dann fliegen wir hier einmal auf 022 Grad über die Stadt von Ajaccio drüber. Das Ganze müssen wir mit mindestens 3000 Fuß machen, tiefer dürfen wir da nicht fliegen, und dann, wenn wir über die Stadt drüber sind, starten wir unseren Descent, fliegen dann hier weiter geradeaus. Mit 2110 Fuß geht es dann hier in eine Rechtskurve mit maximal 180 Knoten. Dabei dürfen wir nicht über die 4,2 Meilen Alpha Charlie hinwegfliegen, und dann geht es in der Rechtskurve über den Point Charlie mit 870 Fuß hinweg auf das Final mit 202 Grad für die Runway 2-0 in Ajaccio. Wir haben uns, wie ich es im letzten Video erklärt habe, auch hier wieder ein paar Custom Waypoints gesetzt und auch ein paar Fix-Infos. Was es damit auf sich hat, wisst ihr jetzt alle, und ich zeige euch jetzt mal, was wir in unserem Fall hier hinterlegt haben. Wir haben also einmal den Point Yankee, den haben wir ermittelt durch eine Kreuzpeilung von Idol auf 093 und Ajaccio VOR mit dem Radial 337. Dort, wo diese zwei Richtungen sich also schneiden, dort liegt unser Point Yankee. Den haben wir auch so hinterlegt, und unser zweiter Wegpunkt geht dann 2 Meilen von Point Yankee aus auf Track 038 und liegt damit hier. Den haben wir Ajaccio 1 genannt, und den Punkt hier hinten, wo wir auf 2110 Fuß sein wollen, den haben wir dann basierend auf Ajaccio 1, Ajaccio 2 genannt. Und der geht eben in Richtung 22 Grad, 4 Meilen geradeaus, und der liegt dann eben hier, Ajaccio 2.
gleichzeitig auch noch auf der Fixinfo einmal hier den Radius von 4 Meilen Alpha Charlie hinterlegt. 4,2 Meilen können wir leider nicht so eingeben, aber ich glaube, das ist nicht weiter schlimm. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze jetzt in der MCDU ausschaut. Wir hatten also als erstes den Punkt Yankee. Aus einer Kreuzpeilung von Idol aus 93 Grad und Ajaccio 337 Grad. Den haben wir also als Custom Waypoint Nummer 1 hinterlegt. Dann unser Custom Waypoint Ajaccio 1, basierend auf Point Yankee in 38 Grad in 2 Meilen Distanz. Und auf Ajaccio 1 basierend auch den Wegpunkt Ajaccio 2 hinterlegt in Richtung 22 Grad für 4 Meilen. Wenn wir diese Wegpunkte jetzt hier an unseren Flugplan hinten dranhängen, dann könnt ihr schon sehen, haben wir jetzt unser Visual Procedure bis auf diesen Final Turn hier wunderbar hinterlegt. Das, was ihr hier mit den blauen Linien gezeichnet seht, das ist unsere Fixinfo. Da haben wir, wie gesagt, zum einen diese 4 Meilen Radius um Alpha Charlie hinterlegt und zum anderen habe ich uns noch eine Extended Centerline für die Runway 20 hinterlegt. Und ihr seht, auch ohne dass das Procedure bei uns standardmäßig im Flieger hinterlegt ist, können wir uns das wieder wunderbar in unser Navigation Display einzeichnen und erhöhen damit unsere Situational Awareness ungemein während des Anfluges. Ihr könnt auch entsprechend die Constraints noch mit hinterlegen, also mit den entsprechenden Höhen. 2110 Fuß bei Ajaccio 2 und über die Stadt haben wir gesagt, wollen wir in 3000 Fuß or above drüber fliegen. Unser Wegpunkt Idol dagegen, der wird ja standardmäßig schon von der Arrival übernommen. Da müssen wir also keine Constraints eingeben. Bei unseren Custom Waypoints hingegen macht es durchaus Sinn, die auch nochmal zu hinterlegen, damit man sie einfach auf dem Navigation Display auch angezeigt bekommt. Hier seht ihr jetzt im Vergleich dazu nochmal unsere Approach-Karte. Und das sieht ziemlich genau so aus, wie wir das in unserer MCDU hinterlegt haben. Das Einzige, was halt fehlt, ist dieser Final Turn. Den müssen wir visuell fliegen, aber das sollten wir, glaube ich, problemlos hinkriegen. Sollten wir während unseres Anfluges durchstarten müssen, dann gibt es hier ein veröffentlichtes Missed Approach Procedure. Und zwar fliegen wir erstmal geradeaus über das Runway End hinweg und dann intercepten wir das Boeing 212 von Romeo Bravo und steigen dabei auf 3000 Fuß. Deswegen haben wir uns Romeo Bravo auch hinterlegt. Romeo Bravo, seht ihr, steht hier am anderen Ende der Bahn direkt am Platz und dann geht es hier quasi durch die Bucht hinweg auf das Meer zurück hinaus Richtung Südwesten. Die Landebahn in Ajaccio hat erstmal 227 Meter Schwelle, die dürfen wir nicht zu unserer Landung benutzen, das ist immer der Teil der Landebahn, wo diese kleinen Pfeile drauf sind und der Teil, den wir zur Landung benutzen dürfen, ist dann noch 2072 Meter lang, 45 Meter breit und wir haben 3,7 Grad Papis links von der Bahn stehen. Unser Minimum für den Anflug beträgt in dem Fall 4000 Fuß. Das heißt, sobald wir die 4000 Fuß erreicht haben und tiefer sinken möchten, müssen wir alles in Sicht behalten. Wir dürfen also nicht mehr in Wolken unterwegs sein und dann beginnt quasi unser Visual Approach. Und links könnt ihr jetzt schon die ersten Umrisse von der Nordspitze Korsikas erkennen. Wir fliegen jetzt gleich an Calvi vorbei. Wie gesagt, Calvi hat auch ein spannendes Circle to Land. Das gucken wir uns aber ein anderes Mal an. Und jetzt freue ich mich erstmal auf einen schönen Anflug in Ajaccio gleich. So, wir sind mittlerweile auf 4400 Fuß gesunken, fliegen gerade auf den Wegpunkt Idol zu und der Wegpunkt Idol liegt hier vorne auf dieser kleinen Insel, die hier nochmal hervorsteht. Das kann man sich als ganz guten Visual Reference Point nochmal merken. Und hier links hinten in der Bucht, dort sehen wir schon die Stadt Ajaccio und da hinten auch den dazugehörigen Airport, auf dem wir jetzt gleich landen wollen. Ihr seht, 4000 Fuß oder höher und 220 Knoten, unsere Constraints hier halten wir ziemlich gut ein. Und sobald wir dann über den Wegpunkt Idol drüber sind, Minimum Continue, müssen wir dann, wie gesagt, auch alles in Sicht behalten und dürfen danach auf 3000 Fuß weiter sinken. So, jetzt fliegen wir über Idol drüber, dürfen also weiter auf 3000 Fuß sinken, Thrust Idle Open Descent und können auch gleichzeitig dann schon mal Klappenstufe 1 ausfahren, Flaps 1, Speed checked, Flaps 1. So, wir erreichen die 3000 Fuß, Speed als da
und reduzieren weiter die Geschwindigkeit. Gerade wenn wir hier so ein enges Circling fliegen, versuchen wir schon möglichst viel Geschwindigkeit abzubauen. Gehen also jetzt schon mal rund auf 170 Knoten herunter. Ab jetzt, seht ihr, haben wir alles in Sicht. Es hängen auch keine Wolken mehr hier in den Bergen noch drin. Und jetzt geht es hier gleich links über die Stadt Ajaccio drüber. Flaps 2, Speed checked. Flaps 2. Und dann fahren wir jetzt, auch wenn wir noch auf 3000 Fuß sind, trotzdem schon mal das Fahrwerk aus. Gear down. Wir reiten die Kabine einmal für die Landung vor, armen unsere Ground Spoiler. Und reduzieren weiter auf 160 Knoten. Flaps 3, Speed checked. Flaps 3. Und das ist die Configuration, die wir jetzt mit ungefähr 150 Knoten so lange halten wollen, bis wir hier über unsere 3000 Fuß hinweg sind und unseren Descent einleiten dürfen. Sehr schöne Aussichten auf die Stadt von Ajaccio mit ein paar Booten im Hafen und ein paar Booten, die vor den Stränden ankern. Wie gesagt, 3000 Fuß halten wir jetzt, bis es hier über die Küstenlinie drüber geht. Sind auf unserem Gegenkurs und nehmen jetzt den Flieger manuell in die Hand. Manual Flight, Manual Thrust, both Flight Directors off und Track FPA. Dann dürfen wir jetzt unsere Höhe verlassen. Wir müssen jetzt auch ziemlich mutig in den Descent gehen. Speed managed. Und Flaps full. Speed checked. Flaps full. 2500. Ist checked. 2500. Nächster Reference Point ist unser Custom Waypoint AJO2, der in 1,6 Meilen vor uns liegt. Da wollen wir so in circa 2100 Fuß drüber fliegen. Schaut aktuell also ganz gut aus. Und dann können wir uns auch gleich schön an unserer Fixinfo mit dem Radius orientieren und daran den Turn fliegen. Es ist alles ein Visual Approach, das heißt, man müsste eigentlich auch viel den Kopf drehen und aus dem Fenster rausgucken. Das ist leider im Flight Simulator ohne Track IR sehr, sehr schwierig umzusetzen. Da haben wir die 2100 Fuß, fliegen jetzt auch genau über den Wegpunkt drüber, sind also wunderbar im Profil. Und dann geht es jetzt rechts herum. Da hinten seht ihr den Airport und über diese zwei, drei kleinen Seen, die ihr da jetzt links von uns seht, da möchten wir gleich im Final ungefähr drüber fliegen. Dann Landing Checklist, IK Memo, Landing No Blue und Go Round Altitude 3000 Feet ist set. Dann konzentriere ich mich jetzt auf den Anflug. Ganz viel Spaß euch damit und dann hören wir uns gleich nach der Landung wieder. Checked. Zwei weiß, zwei rot, genau im Profil.
Spoilers. Reverse Green und Diesel. Seventy Knots, Idle Reverse, Autobrake kann raus, wir können die Bahn erst am Ende verlassen. Und dann heiße ich euch ganz herzlich willkommen in Ajaccio. Wie ich finde, ein traumhafter Anflug, und wenn man den Anflug in Tivat mal geschafft hat, dann denke ich, kriegt man es auch ganz gut hin, den Anflug hier in Ajaccio zu fliegen. Allerdings muss man halt bedenken, dass der Anflug hier dann doch ein bisschen steiler ist. Man muss also durchaus mutig weiter sinken mit ungefähr so 1000 Fuß pro Minute. Ansonsten kommt man da am Ende des Tages zu hoch raus. Ich glaube aber, dass wir das jetzt in dem Anflug ganz gut hingekriegt haben. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, der Anflug hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt auf weitere Videos, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Auch gerne Anflugsvorschläge und Verbesserungswünsche unten reinposten. Und da würde ich mich auch über eine positive Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Urlaub hier in Ajaccio. Ihr seht da links einen wunderbar weißen Strand mit glasklarem Wasser. Ich glaube, da können wir den Tag jetzt noch ganz gut ausklingen lassen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.